Dieses Drohnenvideo ist für Moskau der Beweis. Es zeigt einen Lastwagen, der neben dem Konvoi herfährt. Nur die Aufständischen hätten Informationen über den Weg des Konvois gehabt. Der Angriff sei auch nicht aus der Luft, sondern vom Boden ausgegangen, behauptet die russische Armee. Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat. Einige behaupten, es handele sich um Raketenbeschuss oder Granatfeuer einer Artillerie. Das ist das, was die ersten Berichte ergeben. Dann wurden noch Helikopter und Kampfflugzeuge erwähnt. Ich denke, wir sollten emotionale Reaktionen unterlassen. Dazu zählen auch vorschnelle öffentliche Stellungnahmen. Als erstes sollten wir ermitteln und uns professionell zeigen. Mehr als 20 Helfer starben bei dem Angriff auf den Hilfskonvoi am Montag. Die USA sind sich sicher, Russland trägt die Schuld. Wie kann man mit Personen an einem Tisch sitzen, mit einem Regime, das Krankenhäuser bombardiert, Chlorgas abwirft, wieder und wieder und wieder und wieder? Und dann auch noch straffrei davonkommt. Es wird erwartet, dass man da sitzt und nette Gespräche in Genf führt. Tatsächlich sieht es so aus. Ihr habt einen Waffenstillstand unterzeichnet und haltet euch nicht dran. Wie viel Glaubwürdigkeit bleibt da noch? Mit jedem von euch. Es handelt sich hier nicht um Vorbedingungen. Hier geht es darum, worauf wir alle uns geeinigt haben bei den Vereinten Nationen und in der internationalen Syrien-Unterstützergruppe, zu der auch Deutschland gehört. Schon jetzt ist die Rede von einem Kriegsverbrechen, das aufgeklärt werden muss.